Ja, wir sind jetzt hier beim zweiten Versuch. Die Krallen werden wieder angesetzt, wie gerade schon mal gesehen. Wir sind hier an der East Side Gallery in Berlin, dem letzten Stück Mauer, von zahlreichen Künstlern gestaltet. Und eben ein Kunstwerk wird hier gerade beschädigt, ein Segment herausgebrochen, weil hier hinter soll ein Luxus-Hochhaus-Apartment, hast du nicht gesehen, gebaut werden. Und dafür muss diese Kultur eben jetzt gerade mal weichen. Es wird der zweite Versuch jetzt unternommen, das Segment herauszuziehen aus der Mauer. Also irgendwie scheint die ja doch recht robust zu sein und dem ersten Versuch hat sie schon widerstanden. Jetzt wird es richtig festgeschraubt, wahrscheinlich wurde es vorher einfach nur so drauf gelegt und gehofft, dass es einfach so durch die Zugkräfte einfach diese Klammern zugehen und die Mauer greifen. Das ist aber allerdings nicht weiter nicht viel passiert. Ja, es ist ein ziemlich ungleicher Kampf hier in Berlin, Kultur gegen Investment. Der letzte, sag mal, ihr erinnert euch, voriges Jahr wurde das Tacheles geräumt, auch eine Kulturinstitution, bekannt weitaus über Berlin. Jetzt ist die East Side Gallery hier dran, da muss ein Stück von weichen, hier wird ein Zugang gemacht, um Baumaßnahmen durchzuführen. Hier soll ein Luxushochhaus gebaut werden mit Apartments und hast du nicht gesehen. Mal so für die Leute, die nicht aus Berlin sind, das ist hier, passt es überhaupt nicht rein. Das ist eigentlich Wohnkiez hier. Hier sind noch alte Fabrikgebäude ringsherum, sowohl als auch Neubauten. Die O2 World, also das ist hier zwischen der O2 World und dem S-Bahnhof Ostbahnhof. Ja, und jetzt ziehen sich gleich die Ketten wohl wieder etwas straffer an. Ja, auch der Mann hat immer noch keinen Helm auf. Also eine Berufsgenossenschaft oder ähnliches. Auch ein Notarzt fährt hier unweit, also wirklich nur 2 Meter da vorbei mit Blaulicht. Ja, man hört, da hinten wird jetzt fleißig noch gesägt hinter der Mauer.
Also wahrscheinlich muss man da wohl noch den einen oder anderen Schnitt machen, weil das Segment doch noch nicht so locker war, wie man dachte. Aber das ist jetzt nur Spekulation. Warten wir mal ab. Ihr seht, der Mann da steht also wirklich jetzt gut wieder einen Meter davor und telefoniert. Man sieht gar nicht so, was da in Wirklichkeit jetzt ist, ob da gebaut wird oder nicht. Die Presse darf da jedenfalls nicht stehen. Wir wurden hier jetzt sieht man, da wird jetzt durchgefräst. Na, ich höre gerade, sagt jemand, da ist wohl Asbest auch verbaut in der Mauer. Ja, wahrscheinlich hat man so den einen oder anderen, die ein oder andere Stahlarmierung da drin vergessen zu durchtrennen und konnte dieses Segment, diesen Engel, den man da rausgeschnitten hat, nicht mehr heben. Also wir sind jetzt schon beim zweiten Versuch, das ist so seit 7 Uhr sind die dabei, angefangen mit einem Schnitt und jetzt geht es weiter zu dem Rausheben des Segmentes. Wie ihr sehen könnt, der Verkehr läuft immer noch weiter da auf der anderen Seite zweispurig, wohl an der Mauer jetzt doch wohl so ein bisschen gerüttelt und geruckelt wird. Die Kette ist jedenfalls ziemlich straff gespannt. Wir können jetzt darauf warten, bis sie den zweiten Versuch unternehmen, das Segment da aus der Mauer zu ziehen.